Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video gibt's mal ein wenig einen Mischmasch aus verschiedensten Sachen. Zum einen so ein paar kleine Speed-Reviews zu Produkten, die ich schon länger testen konnte. Und zum anderen aber auch Produkte, die noch ziemlich neu für mich sind, wo ich erstmal nur eine First Impression mitteilen kann. Und dann habe ich auch gerade heute noch 3 Lippenstifte von Lisa Eldridge geliefert bekommen. Von den neuen Farben, die sie gerade gelauncht hat. Die packe ich ganz ans Ende. Ich mache auch ein paar Timestamps rein. Falls man nur die sehen möchte, kann man nach hinten springen. Ansonsten habe ich versucht, alle Produkte aufzutragen, um die es heute geht in dem Video. Ich habe auch 2 oder 3 Lidschattenpaletten dabei. Zu denen habe ich schon Looks geschminkt und ich lasse wie immer dann alles mitlaufen. Also auch jetzt der Auftrag von dem Make-up, den werde ich mit einspielen. Als erstes möchte ich kurz anfangen mit der Toucher The Silk Sunscreen, die hat ein SPF von 50. Die kostet $60 auf der Toucher-Seite bei Space NK, die ja jetzt Toucher auch nach Deutschland mittlerweile liefern. Habe ich sie noch nicht gesehen. Also momentan, glaube ich, kann man sie nur in den USA bestellen. Das ist eine Mineral Sunscreen mit 10% Zinkoxid. Da ist noch Niacinamid drin und Hyaluronic Acid und ein Seidenprotein. Also die soll auch gleichzeitig der Haut gut tun. Ich habe die jetzt schon mal ein paar Mal getestet. Ich finde die sehr gut. Die ist sehr leicht oder fühlt sich sehr leicht an auf der Haut. Hat bei mir bisher mit allen Foundations oder Skin Tints, was auch immer ich benutzt habe, sehr gut funktioniert. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Verpackung. Also von außen finde ich, passt schon. Ich könnte mal hier den Streifen noch wegmachen, dann sieht es ein bisschen schicker aus. Von außen, so die Verpackung finde ich ganz nett, aber wie man jetzt hier sieht, löst sich schon die Beschichtung hier ab. Das hatte ich bisher noch nie bei Toucher-Produkten. Entweder habe ich da jetzt irgendwie so ein komisches Produkt bekommen. Das ist mit dem Kleber, hat das angefangen und jetzt blättert das so ein bisschen ab. Das finde ich jetzt nicht so ganz dramatisch, aber bei einer $60 Sonnencreme finde ich, darf das nicht passieren. Und dann, was mir auch noch überhaupt nicht gefällt, ist, dass die insgesamt sehr messy ist. Das ist eine sehr flüssige Sonnenmilch und wie man hier sehen kann, das läuft dann einfach raus. Sieht das jetzt schon? Also das läuft immer von sich aus schon raus. Das ist eine ziemliche Sauerei. Das gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt blättert hier alles ab. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gemacht habe. Die Sonnenmilch löst das Produkt an sich auf. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das darf nicht passieren. Da werde ich Toucher auch anschreiben, weil jetzt egal, was ich anfasse, habe ich jetzt die Verpackungsflakes hängen. Also verpackungsmäßig für mich ein völliger Reinfall. Auch, dass das einfach ausläuft, gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde die Sonnencreme an sich sehr gut. Also die verträgt sich mit jeder Art von Foundation. Ich finde auch, die macht ein schönes Hautbild. Also die ist nicht zu speckig. Die zieht bei mir schön ein. Die hinterlässt so einen leichten Glow. Durch dieses Peachige habe ich auch keinen Schleier auf der Haut. Insgesamt gefällt sie mir sehr gut auf der Haut und hat auch mit allen anderen Produkten sehr gut funktioniert. Aber $60 und dann mit der schlechten Verpackung wird es mir auf jeden Fall zukünftig erstmal nicht mehr wert sein. Dann kommen wir als nächstes zu dem Chantecaille Anti-Aging Face Tint. Der ist gelistet bei Niche Beauty für 68 €, ist nur gerade nicht verfügbar und auch bei Douglas, da gab es den jetzt für paar 50 €, da gab es den schon mit Rabatt, da steht online vergriffen, da weiß ich jetzt auch nicht, ob der nochmal wiederkommt. Ansonsten bei Cult Beauty kostet er halt dann 76,84 €. Da werde ich nochmal schauen, wenn ich es irgendwo finde, verlinke ich es unten. Bei Niche Beauty steht dabei, dass man sich eine E-Mail schicken lassen kann, wenn es wieder lieferbar ist. Und das ist eine getönte Gelcreme, die für einen sonnigen Glow sorgen soll. Und da ist enthalten, das lese ich jetzt mal kurz ab, Tetrapeptide, Tamarinden- und Mondograsextrakt. Das soll Feuchtigkeit spendend sein,
aufpolstern, beruhigen und auch einen Anti-Aging-Benefit haben. Das kommt in so einem Tiegel, das ist ja immer nicht so meins. Und dann kann man das hier so aufmachen und dann sieht das Produkt so aus. Das gibt es nur in dieser einen Farbe. Und ich zeige euch mal direkt den Auftrag, dann seht das gleich. Also ich finde jetzt so hier, sieht das ganz gut aus. Wenn ich jetzt noch Selbstbräuner drauf habe, dann passt das schon zu meiner Haut. Aber das ist schon erstmal ziemlich dunkel. Sie schreiben dazu, die Gelcreme-Textur verleiht dem Teint umgehend einen Hauch von sonniger Bräune und enthält Anti-Aging Botanicals, die die Haut glätten und ein jugendliches Aussehen unterstützen. Sylvie Shantekai schreibt dazu, wollte ein Produkt kreieren, das einen immer frisch, gesund und sonnengeküsst aussehen lässt, aber auch Inhaltsstoffe enthält, die Feuchtigkeit spenden, aufpolstern und beruhigen. Also da ist wohl das Tamarindenextrakt, das ist ein feuchtigkeitsspendender Pflanzenstoff, der Hyaluronsäure nachahmt. Das Mondo-Gras-Extrakt hilft, die Feuchtigkeitsbarriere der Haut auszugleichen und die Haut sichtbar zu beruhigen. Dann ist noch Matrixyl 3000, das sind die Tetrapeptide, enthalten und das bekämpft alle sichtbaren Zeichen der Hautalterung, einschließlich feiner Linien und der Festigkeit der Haut, frei von Sulfaten, Mineralöl, Palmöl und frei von synthetischen Farb- und Duftstoffen. Aber es steht synthetisch, aber es hat schon einen Geruch, jetzt keinen so starken. Vielleicht haben sie da so ein bisschen einen nicht synthetischen Duftstoff reingemacht, das weiß ich nicht. Mir gefällt es so sehr gut, das ist genauso mein Ding mit so einer ganz leichten Deckkraft. Es ist halt so hart an der Grenze, dass es für mich zu dunkel ist. Also ich denke, wenn man heller ist als ich, dann wird es schwierig. Oder wenn man halt keinen Selbstbräuner verwendet. Also wenn ich jetzt keinen Selbstbräuner wie jetzt drauf habe, dann sieht man hier schon, dann ist mein Dekolleté schon um einiges heller als jetzt mein Gesicht. Da würde ich das jetzt eben nicht tragen, wenn ich irgendwas Ausgeschnittenes oder so anhabe, weil mir dann der Unterschied zu groß ist. Wenn ich Selbstbräuner drauf habe, dann geht das und das habe ich oftmals. Deswegen ist es farblich so, ja, ich kann damit leben. Es sieht am Anfang sehr warm aus und ich dachte so, oh je, das ist mir zu orange, aber ich finde jetzt so, wenn ich sehe und auch im Tageslicht, ich blende später nochmal Bilder ein, fällt mir das richtig gut. Das ist so eine leichte Geltextur, verschmilzt ziemlich schnell mit der Haut. Ich habe auch den Pinsel mir gekauft, das ist der Liquid Sculpt Brush von Shantekai, der kostet 36,99 €. Damit habe ich das aufgetragen, klappt wunderbar. Ich habe jetzt von einer YouTuberin gehört, dass die das mit den Fingern aufgetragen hätte und bei ihr hätte das total uneben ausgesehen und halt patchy und wäre überhaupt nicht eingezogen. Bei mir das völlige Gegenteil, also ich finde, es sieht überhaupt nicht uneben aus und es ist sehr gut eingezogen. Und ja, für so No-Make-up-Make-up-Days gefällt mir das richtig gut, weil es sich halt auch so leicht anfühlt. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Ich sehe nichts, dass sich das irgendwie groß abträgt. Es hat ja auch nicht sehr viel Deckkraft. Bei mir ist so der einzige Knackpunkt die Farbe. Ist ein Tacken dunkel, aber mein Gut, wenn sie eine Farbe rausbringen, die kann nicht für alle klappen. Also ich habe auch jetzt schon dunklere Hauttypen gesehen. Dann soll das einfach so ein bisschen, ja, auch Leuchtkraft geben und so einen Hauch von Wärme. Aber ich denke so Light Medium bis Medium, die kommen damit gut klar. Und alle, die so am Rande des Spektrums mit ihrer Hautfarbe sind, da wird das schwierig werden. Also bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten, das Produkt an sich hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich als nächstes, ich glaube, das habe ich in meinem Haul schon gezeigt, aber noch nicht aufgetragen, und zwar von T. Leclerc, den Anti-Aging Radiant Perfector. Der kostet 31,95 €. Bei Flaconi, den gibt es in 5 Farben. Ich habe da die Farbe Claire, der sieht hier auch schon ein bisschen messy aus. Also man kann den hier drücken und dann kommt oben das Produkt raus. Und das ist so ein leicht peachiger, rosiger Ton. Der fühlt sich ziemlich leicht an. Der soll auch, ja, Augenringe, Anzeichen von Müdigkeit im Nu verschwinden lassen. Der hat aber so eine leichte Konsistenz, dass er halt auch nur eine leichte Deckkraft hat. Die schreiben dazu, nach dem Auftragen sieht ihre Haut seidig, glatter, ebenmäßiger an und fühlt sich auch so an. Mir gefällt der richtig gut. Das ist genau auch einer, der in mein Beuteschema passt, weil ich ja gerne etwas sehr Leichtes unter den Augen trage. Und
Ja, da passt der richtig gut. Der ist jetzt nicht dafür geeignet, um wirklich dunkle Augenschatten auszugleichen, aber so ein bisschen ausgleichen tut er schon. Bei mir gibt da auch noch etwas Helligkeit. Ich verwende nicht so viel davon. Ich finde auch, dann kriegt er nicht so sehr in die Fältchen rein. Also das klappt ganz gut, hält bei mir auch so einen normalen Arbeitstag völlig aus. Also das ist einer, den ich auf jeden Fall gerne weiter benutzen werde. Und ich habe das Make-up jetzt auch schon ein paar Stunden drauf. Also ich habe mich vorhin geschminkt, habe das mitgefilmt und musste dann zwischendrin noch mal ein bisschen was arbeiten. Und ich finde, das sieht nach wie vor noch sehr gut aus. So, jetzt bin ich noch mal unterbrochen worden. Jetzt haben wir es noch eine Stunde später, mittlerweile 10 Uhr abends. Also heute läuft es wieder so richtig. Ich wollte das Video eigentlich heute hochladen, aber da wurde jetzt nichts draus. Davon lasse ich mich aber jetzt nicht abbringen. Das Video bekomme ich heute noch irgendwie durch. Und zwar habe ich nach dem Anti-Aging Radiant Perfector, der mir ja sehr gut gefallen hat, noch den Professional Concealer, der kostet 31 Euro bei Niche Beauty, ausprobiert. Das ist so ein Multi-Use Concealer Stick, das Jojobaöl und Reiswachs enthalten. Der kaschiert Rötungen, Unebenheiten, Augenschatten und kann auch als Lidschattenbasis verwendet werden. Das ist so ein Concealer Stick, der auch von der Konsistenz her ziemlich dünn ist. Ich habe die Farbe 01 Claire bei beiden Produkten. Von dem habe ich jetzt drei Farben gesehen. Da sieht man, das ist so ein bisschen, ja, mein Hautton, ein bisschen dunkler. Der ist sehr dünn. Der ist jetzt nicht ganz so cremig oder dick wie zum Beispiel der von Clé de Peau. Ich kann den mal daneben swatchen. Das ist jetzt der von Clé de Peau. Der ist einfach von der Konsistenz etwas dicker. Aber ich muss sagen, dass auch der andere, der ist ein bisschen trockener als jetzt der hier. Bei dem habe ich das Gefühl, da ist etwas mehr Feuchtigkeit enthalten. Das hat der jetzt nicht, aber dadurch, dass der so dünn ist, ich habe den jetzt noch mal so ein bisschen benutzt, um hier an den Wangen meine Rötung auszugleichen. Das hat wunderbar geklappt, ohne dass der noch mal so eine ganz dicke Extraschicht dazugegeben hätte. Da fand ich den nicht schlecht. Den habe ich noch zu wenig getestet, um da jetzt final was zu sagen zu können. Ich werde den auch mal unter die Augen probieren. Ich denke, bei meinen so ganz trockenen Stellen, was ja oftmals die Augenpartie ist, da könnte es sein, dass er mir etwas zu trocken ist. Aber mit meiner Sisley Base darunter könnte das durchaus gut klappen. Zum Spot Concealen oder wenn ich nur so eine leichte Foundation oder gar keine drauf habe und möchte nur so ein wenig meine Rötung ausgleichen, da klappt der sehr gut und auf den freue ich mich auch, den weiter auszuprobieren. Wie gesagt, da habe ich noch nicht genug getestet, um da eine abschließende Meinung zu haben. Dann habe ich mir ja mal wieder ein Laura Mercier Puder gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe, aber da haben auch so viele von geschwärmt. Und zwar das Translucent Loose Setting Powder Tone Up in der Farbe Rose. Sie hat ja verschiedene Puderarten, unter anderem auch eins, was so sehr viele Glitzerstückchen enthalten hat. Deswegen habe ich genau geguckt, okay, welches ist das? Und das ist ihr, glaube ich, normales Translucent Setting Powder. Dieses Tone-Up, da weiß ich nicht, ob das ein Hinweis auf eine spezielle Puderformulierung ist von ihr. Ich hatte schon so lange kein Puder mehr, deswegen kann ich es gar nicht sagen. Aber das hat jetzt keine Glitzerstückchen enthalten. Und diese Farbe, das ist so ein rosy-peachiger Ton. Ich hoffe, die Kamera fängt das irgendwie ein. Ich glaube, man sieht so ein wenig. Das ist halt für helle Hauttypen geeignet. Der soll auch so ein bisschen aufhellend sein. Und ich habe das heute sehr großzügig aufgetragen, also auch unter den Augen und auf dem ganzen Gesicht. Und muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das habe ich erst vorher einmal benutzt, heute das zweite Mal. Auch das ein Produkt, da kann ich jetzt noch nicht genau was zu sagen, aber das hinterlässt so ein ganz seidiges Finish. Also auch die Haut fühlt sich sehr seidig an. Es ist jetzt schon eins, wo ich denke, wenn ich zu viel auftrage, dann könnte es cakey sein, aber es hat einen schönen Blurring-Effekt. Also da muss ich sagen, das hat mir im ersten Moment, obwohl ich es doch einigermaßen großzügig aufgetragen habe, finde ich, sieht das jetzt nicht trocken aus. Was ich heute gemacht habe, weil ich eben sehr viel Puder aufgetragen habe, dass ich
mit Spray nochmal drüber bin, und zwar das Prep Fix and Refresh Setting Spray von Linda Hallberg habe ich dafür benutzt. Sie hat ja auch so ein Fixing Spray, das wollte ich aber nicht. Ich wollte wirklich was haben, was jetzt nochmal das Puder mit meiner Haut verschmilzen lässt, und ich finde das Ergebnis sehr schön. Also das ist auf jeden Fall ein Puder, was ich gerne weiter ausprobiere. Vom Farbton passt das genau für mich. Ich glaube jetzt nicht, dass es so einen kompletten aufhellenden Effekt hatte, aber es ist auf jeden Fall keins, was abdunkelt. Also es gibt so ein bisschen Leben in mein Gesicht. Das Puder habe ich bis jetzt nur bei Cult Beauty gesehen, und da kostet die volle Größe mit 29 Gramm 45 Euro, und die haben auch aber eine Travel Size. Die hatten die leider nicht, als ich das gekauft habe, sonst hätte ich mir wahrscheinlich die kleine Größe mitgenommen, mit 9,3 Gramm für 26 Euro. Und dann habe ich noch einen neuen Creme Bronzer, den habe ich schon ein paar Mal getragen, und zwar ist der von Rose Inc. Das ist der Solar Infusion Soft Focus Cream Bronzer. Der kostet 31 Euro bei Space NK. Den gibt es in 4 Farben. Ich habe die zweite Farbe, nicht die hellste, sondern den danach. Und der heißt Kauai, also wie die hawaiianische Insel. Und der sieht so aus. Das ist ein Bronzer. Der hat eine Cremigkeit. Ist aber jetzt nicht ganz so ölig wie manch andere Creme Bronzer. Ist nicht ganz so dick und fühlt sich nicht ganz so trocken an wie jetzt der von Charlotte Tilbury. Aber das ist so das Mittelding. Sobald man den auf die Haut gibt, dann wird er fast pudrig. Also das gefällt mir sehr gut. Das ist auch einer, den könnte ich mir auch für ölige Haut ganz gut vorstellen, weil der ziemlich schnell ja zu einem Puder wird. Und die Farbe Kauai habe ich mir deswegen mitgenommen, weil der etwas neutraler aussah vom Ton als jetzt die hellste Farbe. Da habe ich das Gefühl gehabt, die hat noch mehr Gelb oder Orange enthalten als jetzt der Ton. Und ihr seht es beim Auftrag, der gefällt mir sehr gut, hat eine gute Haltbarkeit. Und sie schreibt, ja, der ist mit so einem Soft Focus Finish. Das kann ich auch bestätigen. Also der schmiegt sich sehr schön auf die Haut. Sieht auch dadurch dann nicht so rotmatt aus. Ist auch cruelty free, vegan, nicht komedogen. Da ist wohl auch Skincare enthalten, als Rosenöle, Vitamin C und E sollen da mit drin sein, also Antioxidantien. Bei Bronzer ist mir das jetzt nicht ganz so wichtig, aber insgesamt gefällt der mir sehr gut, muss ich sagen. Ich werde den jetzt noch mal ein bisschen testen, auch gegen den von Charlotte Tilbury und gegen meine anderen Cream Bronzer. Aber das ist auf jeden Fall eine Formulierung, die super einfach zu verwenden ist. Klappt wunderbar auch über Puder. Also ich habe den heute auch über Puder verwendet. Hat eine gute Haltbarkeit, die Haare bleiben nicht drin kleben. Also ein wunderschönes Produkt, was an dem jetzt ein bisschen, ich musste am Anfang, dachte ich, wie die anderen Rose Inc. Produkte so zum Aufklappen, aber nein, der ist hier zum Aufdrehen. Das dauert 2 Sekunden länger, als hätte man jetzt einen zum Klappen. Ansonsten ist das eine Plastikverpackung, die sich aber ziemlich gut anfühlt. Also alles in allem ein sehr schönes Produkt. Ich habe dann noch auf der anderen Seite, beziehungsweise habe ich es dann nochmal gematcht von Veef. Das ist ja die Make-up-Marke von Jamie Genevieve. Da habe ich das Modern Bronzing Duo in Light verwendet. Und da ist einmal wie so ein Konturton drin. Oder für mich ein bisschen ein kühlerer Ton, den ich aber auch zum Bronzen ganz normal verwenden kann. Ich gebe den mal auf meine Haut, und das ist auch ein Produkt, völlig solide, gefällt mir ganz gut. Mit dem muss ich noch mal ein bisschen rumspielen. Was mir bei dem auch gut gefällt, also man hat hier der andere Ton, der ist dann schon weitaus wärmer, und der hat auf jeden Fall so etwas Glanz mit drin. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Also beide Produkte, auch der hier, die sind nicht so ganz matt. Der kostet 35 Euro, auch bei Cult Beauty. Da gibt es dann auch Refills dazu. Die Refills kosten 25,99 Euro. Sie hat 4 Duos, und das ist, wie gesagt, jetzt das leichteste Duo und eins, was genau perfekt für meinen Hautton geeignet ist. Und ich finde auch die 2 Farben sehr schön, weil ich doch auch oft mal gern so ein bisschen Wärme noch mit drin habe und kann das dann so toppen. Also hauptsächlich habe ich den verwendet und dann mit dem noch ein bisschen getoppt. Gefällt mir sehr gut. Ich hatte keinerlei Probleme, den zu verblenden. Das hat alles wunderbar geklappt. Der macht im ersten Moment auch einen sehr schönen Eindruck. Hat mir gut gefallen.
Als nächstes habe ich dann aufgetragen von Rose Inc. Entschuldigt, meine Sachen sehen immer aus wie Sau, weil ich immer alles swatche und dann überall Fingerabdrücke drauf habe. Und zwar den Radiance Hydrating Cream Highlighter von Rose Inc. Der kostet 28 Euro bei Space NK. Und das ist jetzt wieder diese klassische Klodeckelform. Der kommt in 5 Farben. Ich habe hier die Farbe Brilliant. Das ist der hellste Ton. Und ich hätte mir fast gewünscht, ich hätte mir die eine Farbe dunkler mitgenommen. Da ist auch ein Spiegel mit enthalten und das Produkt von innen sieht erstmal so aus. Ich swatch den mal hier auf der Hand. Wenn man reingeht, das ist eine interessante Formulierung. Der ist schon cremig. Also erstmal die obere Schicht, das fühlt sich erstmal trocken an. Wenn man dann aber reibt, dann wird es richtig cremig, nicht ganz so dünn, auch nicht richtig ölig, aber auch nicht richtig trocken. Also ich finde ihn ein bisschen cremiger oder feuchter, öliger als jetzt der Bronzer. Und so sieht der erstmal auf der Hand auf. Ich glaube, man sieht das nicht. Das ist so ein Champagner-Goldton, aber fast auf der eisigeren Seite. Jetzt nicht so ganz eisig, aber ich glaube, der zweite Ton, der ist ein bisschen mit Pink, der hätte mir wahrscheinlich noch einen Tacken besser gefallen, obwohl mir das Finish, ihr seht es beim Auftrag, sehr gut gefallen hat, wie er sich auf die Haut legt. Also das ist auch einer, mit dem werde ich weiter rumspielen. Den habe ich jetzt noch nicht ganz so oft ausprobiert wie den Bronzer, deswegen kann ich zu dem jetzt auch noch nicht abschließend was sagen. Ist aber auf jeden Fall einer, der mir gefällt, und wenn es da mal ein Sale gibt, werde ich mir bestimmt noch mal die andere Farbe mitnehmen. Der lässt sich sehr schön auftragen, auch über Puder lässt er sich sehr schön auftragen, hat nichts abgelöst, der fühlt sich auch nicht so ölig an. Den kann man entweder ganz zart auftragen oder man kann ihn aber auch aufbauen. Da sind auch wieder Skincare Benefits enthalten, also der soll auch die Haut feiner aussehen lassen. Das finde ich ja bei Highlighter immer ein bisschen schwierig, also man sieht dann die Textur schon, aber jetzt bei dem auch nicht ganz so stark. Also für mich ein auch erstmal sehr schönes Produkt. Mehr begeistert hat mich im ersten Moment der Bronzer, aber der Highlighter ist einer, den werde ich auf jeden Fall weiter ausprobieren. Ich habe den dann nochmal getoppt mit einem Highlighter von Laura Mercier, das Highlighting Powder in der Farbe Rose Glow. Das gibt es ja schon länger. Ich hatte nur auch ewig schon keinen Highlighter mehr von Laura Mercier und war da einfach neugierig. Der kostet 28,95 Euro bei Flaconi und das ist jetzt eher so ein bisschen ein pinkiger Ton, also auch so ein Nude-Ton mit so einem leichten pinken Schiff mit drin. Ich finde, hier sieht man das jetzt sogar richtig gut. Wenn man den aber nur so leicht aufträgt, dann sieht die Farbe nicht ganz so dunkel aus wie jetzt hier auf meiner Hand. Und ich finde, der gibt doch ganz ordentlich Glow. Also den kann man auch sehr leicht auftragen, aber man kann ihn auch aufbauen. Auch der hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich aber heute tatsächlich zum ersten Mal verwendet. Deswegen ist das meine First Impression. Und ich habe ihn natürlich über den anderen aufgetragen, aber der hat schon nochmal zusätzlich Glanz dazugegeben. Auf jeden Fall auch einer, der mir sehr gut gefallen hat. Sie ist ja jetzt noch mal mit so Glow Blushes oder Blush Topper oder Hybrid zwischen Blush und Highlighter rausgekommen in mehreren Farben. Da bin ich mal gespannt, wann es die ja Richtung EU oder England schaffen. Also bis jetzt habe ich die noch nicht bei uns gesehen, weil von der Formulierung, wenn die ähnlich sind zu dem hier, dann würde ich mir da auch noch mal einen mitnehmen. Auf jeden Fall, dann habe ich als Blushes die beiden Blushes von Benefit, die ich mir mitgenommen habe, aufgetragen. Die habe ich in meinem Haul schon gezeigt. Und zwar haben die ja neu die Blushes praktisch in neuen Farben und in einer bisschen schmaleren Verpackung rausgebracht und haben sich dafür jetzt den Pinsel gespart. Ich habe heute geguckt, die haben bei Douglas, kosten die da 25,60 Euro, aber da ist so ein Rabatt drauf, der glaube ich nur noch bis heute gilt. Ansonsten glaube ich, sind es 20% mehr. Ich werde es unten verlinken, aber das sind Produkte, die bekommt man sowohl bei Sephora als auch bei Douglas auf jeden Fall öfter mal im Angebot. Da ist so ein kleiner Spiegel mit enthalten. Und es gibt bei manchen Farben auch noch Mini-Größen. Das finde ich auch sehr schön. Die gab es zu dem Zeitpunkt, als ich die gekauft habe, in der Farbe nicht in Mini. Deswegen habe ich die Full-Size. Ansonsten bin ich super ein Freund von Mini-Größen. Swatch die mal kurz auf meiner Hand. Das sind beides
Blushes, die einen Glanz mit dabei haben. Also Villa ist so ein harter Rosé-Ton mit Schimmer drin und Butterfly ist ein richtiger, kräftiger Orangeton mit Gold. Das sind die beiden. Gefallen mir beide sehr gut, sind ziemlich gut pigmentiert, also ich bekomme schon ordentlich Farbe. Der Villa ist natürlich von sich aus jetzt nicht so eine schreiende Farbe wie der Butterfly. Beide gefallen mir aber richtig gut, sind solide Blushes. Was mir sehr gut gefällt, ist der Glanz, den beide haben. Ich glaube, nicht alle Farben haben Glanz, aber die beiden, die ich mir ausgesucht habe, und ja, gefallen mir beide gut, tragen sich gut, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber grundsolide Blushes, und die zwei Farben sind auch Blushes, die ich auf jeden Fall weiter sehr gerne tragen werde. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal getragen, gefallen mir beide gut, gibt es nichts auszusetzen. Dann habe ich die Glitter Eye Paints von About Face heute auf den Augen. Ich habe von Patrick Ta eine Farbe als Grundlage genommen. Zu der Palette kommen wir auch gleich noch. Und dann habe ich einfach die zwei Farben aufgetippt hier so an der Seite. Den dunkleren Ton, Smolder heißt der, und dann ganz grob auf das gesamte Lid den Tin Pan Alley. Die gibt es in 8 Farben, da sind 4,5 Milliliter enthalten, kosten 20,30 € bei Cult Beauty. Und mir haben die einfach gefallen, weil ich im Moment sehr gerne so One and Done Lidschatten trage oder nur so ein bisschen Bronze und dann so einfache Cremes drüber. Und da muss ich sagen, die Farben haben mir sehr gut gefallen. Die haben beide Glitzerstückchen enthalten. Ich würde die jetzt im Prinzip nur so als Topper verwenden und nicht als so ganz deckender Lidschatten. Man kann das auch. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich die zu viel aufbaue, dann gefällt es mir nicht ganz so gut. Das sind jetzt die beiden Farben. Und ich weiß gar nicht, ob man sieht. Also bei dem, das ist so ein ja, Weißgold mit so einem Gelbton, aber da sind auch richtig so grüne Sparkles mit drin. Das macht einen super schönen Effekt auf dem Auge. Und das ist eher so ein, ja, so ein Braun-Taubton mit silberblauen, ganz kleinen Reflexen und Sparkeln mit drin. Man muss ein bisschen aufpassen, also meine ganzen Finger sparkeln, weil ich das heute schon geswatcht hatte und mit dem Finger aufgetippt. Und wenn man sich dann nicht die Hände wäscht, dann hat man den Glitter auch im ganzen Gesicht hängen. Aber das sind auf jeden Fall welche, wenn die antrocknen, dann sind die ziemlich fest, halten bei mir komplett den ganzen Tag, creasen bei mir nicht. Ich habe jetzt aber auch die immer nur dünn aufgetragen. Also immer nur so als Topper einfach oben drüber, damit man so ein bisschen Sparkle hat. Wenn da die Sonne drauf fällt, dann funkeln die ganz schön. Also das sind welche, die haben mir ganz gut gefallen. Die Verpackung, ja, ich glaube, das hatte ich in meinem Haul schon gesagt, man könnte das hier außen einfach wegschneiden, aber die sind so dünn, dass ich sage, die lassen sich auch einigermaßen einfach verstauen und nehmen jetzt nicht so viel Platz weg, dass mir das nichts ausmacht. Gefallen mir alles in allem sehr gut und habe ich jetzt doch schon einige Male benutzt. Wie gesagt, gerade ein bisschen Bronzer rein und dann das so ein wenig drüber gegeben. Dieser doch gut wahrnehmbare Glitzer gefällt mir sehr gut und auch so die beiden Farben mit der Art von Glitzer, dass der dann noch mal so bunt ist, ist auch was, was man nicht überall sieht. Also die haben noch so ein paar andere interessante Farben, aber das waren jetzt die zwei, die mich am meisten angesprochen haben, und das sind auch genauso Farben, die ich im Alltag am häufigsten einfach verwende. So, jetzt haben wir ziemlich alles, was ich auf dem Gesicht hatte. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Lidschattenpaletten. Dafür rücke ich rüber, weil ich habe mit allen Paletten, wo ich jetzt sage, ein oder auch mehrere Looks geschminkt. Und zwar einmal mit den Viseart Paletten, die Petit Four. Die gibt es bei Beauty Bay, kosten 28,25 € dort. Das sind ja so ganz kleine Paletten. Da ist dann auch kein Spiegel drin mit jeweils 4 Farben. Wir haben einmal den blauen, das muss ich leider einblenden. Ich zeige den Look, ich finde die nämlich nicht, weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Die kommen ganz süß verpackt, auch hier so die Außenverpackung finde ich ganz schön. Und man hat eben diesen Blauton, der heißt Pastille, dann Pistache, also Pistazie, Lavendel
und Peach ist der Orangene. Und ich muss sagen, also qualitätsmäßig finde ich die gut. Das ist gewohnte Visi hat Qualität. Ich muss aber sagen, dass ich die größeren Paletten, also die mit den 12 Farben drin, also zum Beispiel Kashmiri-Palette, die sehen dann so aus. Die haben dann auch einen Spiegel mit dabei. Da sind die einzelnen Farben kleiner, aber man hat halt mehr drin. Die kosten so um die 45 Euro, glaube ich. Würde ich immer die größeren Paletten vorziehen, weil ich denke, da bekommt man einfach mehr für sein Geld. Die Farbe Pastil, das mit dem Blau, das hat mir nicht so gut gefallen. Da ist die Kombi, die ich so mit der Palette hinbekommen habe. Also ich habe jetzt, glaube ich, einen Look hier geschminkt, habe aber noch ein paar andere für mich selber geschminkt. Das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Also am besten hat es mir noch gefallen, wenn ich den blauen Ton wirklich nur unten an der Wasserlinie verwendet habe. Da haben mir aber insgesamt die anderen Looks besser gefallen. Was mir sehr gut gefallen hat jetzt im Sommer, da mag ich ja so Orangetöne sehr gerne, dann ist das natürlich eine Palette, die genau da in mein Beuteschema passt. Aber auch das Lila hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt dann auch wirklich so komplett lila und man bekommt halt nicht so viel Variation drin. Man hat jetzt hier in dem drei matte Lila-Lavendeltöne und einen Schimmerton. Da ist halt nicht wirklich was an Variation. Also die sind halt insgesamt sehr monochromatisch. Und wenn man jetzt nur den einen Look mag, dann ist das schon was. Möchte man aber so ein bisschen Variationsmöglichkeiten haben, finde ich einfach, sind die größeren Paletten, da bekommt man dann letztendlich mehr für sein Geld. Die sind jetzt bei 28 Euro, die bei 45 Euro. Aber ich finde, wie gesagt, von der Variation, und die haben die ja auch in verschiedenen Themen. Also das ist jetzt die kühlere, es gibt noch so eine lilane, mehr eine orangene. Also da denke ich, kann man einfach in mehr Richtungen gehen. Auch die grüne Palette hat mir so gut gefallen. Also das ist schon eine sehr schöne Palette. Dadurch, dass man hier jetzt so einen Braun- und einen Grünton, könnte man noch in so zwei Richtungen gehen. Aber es ist halt auch hier nicht so viel Farbtiefe drin. Sind schon eher so leichte Looks. Wenn man Farbtiefe möchte, muss man einfach noch in eine andere Palette greifen. Auch bei der Peachigen, da geht es einfach nicht sehr tief, sodass es ziemlich leichte Sommerlooks bleiben. Also fast so ein bisschen pastellig. Es sind nicht wirklich Pastelltöne, aber es geht so in die Richtung, dass ich sage, ja, das ist ganz nett, aber habe mich jetzt von den Farbzusammenstellungen nicht so umgehauen, dass ich sage, das lohnt sich wirklich, außer man sagt, ich will genau diese Farben und das ist genau meins, dann natürlich, aber möchte man etwas Variation haben, würde ich eher sagen, nochmal ein bisschen was obendrauf legen und so eine Palette holen, da hat man meiner Meinung nach einfach dann mehr Spaß und einfach viel mehr Variationsmöglichkeiten. Dann habe ich noch getestet von NARS die Summer Unrated Palette. Ich mag ja die NARS Lidschattenformulierung sehr gerne. Bei der Palette muss ich aber sagen, ja, also die fand ich nur okay. Also ich fand sie jetzt nicht völlig schlecht und das sind auch ein paar Farben dabei, die sehr gut sind. Ich weiß jetzt gar nicht, da hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, was die kostet. Ich werde es unten verlinken. Also zum vollen Preis weiß ich es nicht. Man hat auch verschiedenste Formulierungen enthalten. Das ist schon ganz schön. Und ich habe auch schöne Looks mit ihr hinbekommen. Aber ja, für mich jetzt keine so eine Wow-Palette, wie ich es schon öfter von NARS hatte. Also die anderen Paletten, also die letzten, was ich gekauft habe, diese kleineren mit den neuen Farben, haben mir besser gefallen. Ich finde es total schade, Weihnachten kam eine Palette raus, die hat es aber nie nach Deutschland geschafft. Und die muss richtig gut gewesen sein. Da hätte mir das Farbschema jetzt auch besser gefallen als bei der hier. Das ist eine sehr neutrale Palette. Man hat hier seine neutralen matten Farben mit dabei. Mir fehlt ein bisschen Farbtiefe. Also man hat hier nur hier unten den Ton bei so vielen Farben, mit dem man was abdunkeln kann. Das ist auch so ein Satin Shade. Macht mir nichts aus. Also ich arbeite hier auch gerne mit so Satin Farben. Aber alles in allem fehlt mir so ein bisschen das gewisse Etwas und nicht alle Töne haben mir gleich gut gefallen. Ein paar Schimmertöne finde ich super und ein paar, wie jetzt zum Beispiel der hier, das ist eher so ein Topper Shade. Ja, die fand ich so lala. Also eine
gute Palette, aber keine Wow-Palette. Dann kommen wir zu den nächsten Sachen, zu den nächsten, die mich nicht umgehauen haben. Leider, und zwar von Sisley, die Ombre Eclat Lidschatten. Die gibt es in 6 Farben, kosten bei Flaconi zum Beispiel 31,95 Euro. Ich habe mir 4 Farben davon mitgenommen. Ich lasse mal hier mitlaufen, wie ich die aufgetragen habe. Und ich muss sagen, ich habe doch gekämpft mit den Farben. Vor allem mit den 2 dunkleren, also mit dem Grünton und auch total mit dem Braunton. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen auf meiner Haut nicht haften. Jedes Mal, wenn ich die verblende, dann zieht es mir wieder die Farbe ab oder es sammelt sich so an einer Stelle. Ich bekomme das einfach nicht ebenmäßig hin, auch selbst wenn ich nur so eine ganz leichte Schicht mache, dann ja, geht es natürlich besser, als wenn ich es deckender auftragen möchte, aber auch noch nicht gut. Ich habe jeweils jeden mal einzeln aufgetragen und dann auch nochmal Kombis gemacht, also die 2 Farben zusammen und die 2 Farben, also mit den beiden zusammen. Wenn ich das Grün nur so spärlich im Außenwinkel aufgetragen habe, dann fand ich den Look soweit ganz gut und habe das auch irgendwie hinbekommen. Aber für mich ist ja so ein Liquid Lidschatten eigentlich auch einer, den mache ich drauf, verblenden ein bisschen und dann war es das. Da möchte ich nicht so viel arbeiten und bei denen habe ich das Gefühl, ich müsste viel arbeiten. Die 2 helleren Töne, es gibt ja nochmal 2 hellere, die sind allein von der Farbe schon sehr viel einfacher. Da habe ich auch ein schönes Ergebnis hinbekommen. Die benutze ich auch. Die haben einen schönen Effekt auf dem Auge und dadurch, dass die nicht so deckend an sich sind oder die Farbe, also meiner Hautfarbe, sehr viel näher kommt, dann fällt auch sowas, wenn irgendwas so ein bisschen patchy ist oder nicht so ganz ebenmäßig, fällt das einfach nicht so sehr auf, wenn man das aufs ganze Lid aufträgt. Also insgesamt sind das welche, die gefallen mir nicht so dolle. Ich habe gesehen, Michelle Wong hat die sogar in ihren Favoriten. Also bei mir klappen die leider nicht so gut. Ich habe ja oftmals auch nicht so Glück mit flüssigen Lidschatten. Und ich muss auch sagen, ich zeige jetzt mal zum Beispiel, vielleicht damit man es besser sehen kann, was ich meine. Ich nehme mal das Grün von Sisley und dann von Lisa Eldridge. Das sind ja diejenigen, die mir bis jetzt am besten gefallen. Also ich habe noch keine besseren gefunden. Da habe ich jetzt kein Grün, aber so ein Schwarz, damit man das mal sieht. Also wenn man die insgesamt aufträgt, man sieht bei Sisley, die sind so ein bisschen ja subtiler alle von der Farbe. Also die von Lisa Eldridge sind metallischer. Aber was ich meine ist, wenn ich das jetzt verblende, dann sieht man hier schon, wie ja unebenmäßig das wird. Und wenn ich den von Lisa Eldridge verblende, also ich mache das Gleiche, ich hoffe, man kann das sehen, das verblendet sich schon ebenmäßiger als das hier. Also da dasselbe gemacht, das sieht einfach fleckiger aus und das haftet besser auf der Haut und lässt sich dadurch besser verblenden. Sie trocknen beide sehr gut runter, auch die von Sisley. Wenn die trocken sind, halten die sehr gut. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Also wenn sie dann mal an dem Platz sind, wo man sie haben will und wenn man es gut hinbekommen hat, dann halten die auch und halten auch den ganzen Tag. Haben bei mir nicht gecreased, gar nichts. Also wirklich wunderbar. Die 2 hellen Farben verwende ich auch. Das sind halt nicht ganz so metallische wie jetzt zum Beispiel eben die von Lisa Eldridge. Die sind so ein bisschen leichter vom Auftrag her. Das gefällt mir schon auch ganz gut. Aber ich finde die Formulierung einfach nicht so toll. Also mit den dunkleren Farben, da muss ich viel zu viel arbeiten oder muss nur ganz wenig verwenden. Das verfehlt für mich den Sinn bei so Liquid oder so One-and-Done-Sachen. Da möchte ich schnell mitarbeiten können und nicht so ganz vorsichtig sein. Und dann hat man da so ein Loch drin, da muss man es wieder auftragen. Also ja, ihr seht es ja in meiner Demo. Irgendwie bin ich mit denen hier nicht so wirklich warm geworden. Dann noch zu guter Letzt die Patrick Ta Lidschattenpalette. Und zwar die Major Dimension 2 Palette. Die sieht so aus. Und da muss ich sagen, die hat mich
Sehr begeistert. Gefällt mir richtig gut. Ich habe zu jeder Farbe mit dem Schimmerton dazu einen Look geschminkt. Ich lasse das mal hier mitlaufen. Also man hat hier einmal zwei Cremeprodukte, also zwei Creme-Lidschatten. Die habe ich auch probiert. Die funktionieren wunderbar, lassen sich gut verblenden, lässt sich gut mitarbeiten. Man kann dann so einen Glitzer-Shade darüber geben. Ich weiß halt nicht, wie oft ich jetzt Creme-Lidschatten verwenden würde. Also ich hätte die jetzt nicht unbedingt gebraucht in der Palette. Finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, weil es sind noch genügend andere Farben. Ich finde die Farbzusammenstellung auch sehr schön. Das ist so ein bisschen eine rosige Palette, aber man hat doch auch hier mit dem Braun und dann hier dem Schimmerton dazu. Die schauschieren auch so ein bisschen. Also das ist nicht so ein reiner Orangeton, man sieht so, das ist so orange, rot, gold. Das ist super schön, also sehr mehrdimensional, also nicht so eindimensional. Auch der Ton hier unten, der schauschiert von rosa ins Gold. Ich glaube, jetzt kann man es vielleicht sehen. Also hier sieht er noch ziemlich rosa aus. Und wenn ich den jetzt drehe, wird er gold. Und bei dem oberen sieht man es auch, wie der von rot ins Gold geht. Also da ist so ein bisschen ein Duochrome mit dabei in den beiden und auch in dem nächsten. Der ist auch Rosé Pink Gold. Also sehr schön. Aber da ist dann halt auch so ein bisschen was Silbernes mit drin. Gefällt mir richtig gut. Die Schimmertöne, die haben richtig Aussagekraft. Also die haben auch Dimension auf dem Auge. Das spürt man auch. Also man spürt auch, dass da so ein bisschen Substanz ist. Das sind jetzt nicht so ganz feine. Dafür machen sie einen schönen, auch glänzenden Effekt durch diese Duochrome oder dass die da so ein bisschen schauschieren. Macht das auch eine schöne Dimension auf dem Auge. Also man kann wunderbar immer den matten Ton zu dem Schimmerton verwenden, dann hat man immer einen tollen Look. Man kann die natürlich auch mischen untereinander. Ich finde auch durch dieses dunkle Braun und mit diesem ja fast so lila Schimmer hat man so ein bisschen Variation auch mit dabei. Auch hier mit diesem Rot-Orange und da ist das fast so ein neutraler Braunton. Das ist so ein Bone Shade, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Der ist immer ganz schön zum Setten oder wenn man noch mal was ausblenden möchte. Insgesamt aber eine Palette, die mich sofort begeistert hat, die gefällt mir richtig gut. Eine super schöne Lidschattenqualität. Jetzt wäre ich natürlich auch neugierig auf die erste Palette. Ich habe gehört, dass die Lidschattenqualität aus der ersten nicht ganz so gut sein soll, wie jetzt in der hier. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir die erste auch noch holen möchte. Aber gefallen einem die Farben und möchte man schon auch so ein bisschen was Aussagekräftigeres auf den Augen und doch noch einigermaßen neutral bleiben, also so rosig neutral, dann ist das eine Palette, die sich meiner Meinung nach in jedem Fall lohnt. Also das ist eine Palette, die könnte es jetzt noch mal so ganz knapp in meine Halbjahresfavoriten schaffen. Das Video wollte ich nämlich morgen dazu drehen. Also ich muss da noch mal kurz in mich gehen, aber ich glaube schon von der Qualität und wie die Augenlooks rausgekommen sind, ist das auf jeden Fall ein heißer Kandidat für meine Halbjahresfavoriten. So, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Lippenprodukte. Und zwar einmal das Pflegeöl oder Lippenpflegeöl von Hermès. Hermesistible, so ungefähr. Das ist ein Lippenpflegeöl. Das besteht zu 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Kostet 52 Euro. Es gibt es in 6 Farben. Ich versuche mal die 4 Farben, die ich habe, hier nebeneinander zu halten. Und sie schreiben dazu, das vereint die Wirkung einer nährenden Pflege mit einem frischen Make-up-Ergebnis. Die Lippen werden mit Feuchtigkeit versorgt, wirken ebenmäßig und erhalten einen leichten Hauch von Farbe mit strahlendem Glanz und einer fruchtigen Note, der unwiderstehlich ist. Das Besondere daran ist, also Christine Nagel, die Parfümeurin des Hauses Hermès, hat eine Kollektion von 6 einzigartigen Düften geschaffen, die jeweils eine Farbe komplettieren. Was immer enthalten ist, ist die Note Sandelholz und Annika und dann hat jede Farbe nochmal so eine
ja, speziellen Duft. Also jeder hat da seinen eigenen. Ich habe die vorhin auch geswatcht. Auch das lasse ich mal mitlaufen. Und zwar habe ich ja einmal die Farbe Coral Brigade. Ich habe überall Glitzer hängen. Ich kann es auch noch mal auf der Hand swatchen. Bei dem Duft, da ist neben Sandelholz und Annika eben noch die Bitterorange enthalten. Und ich finde auch, dass man das riecht. Der nächste Ton, den ich da habe, ist die 04 Rouge Amarelle. Und da ist eben die Amarellkirsche enthalten. Ich habe ja keine ganz so gute Nase, aber ich kann den Duft schon wahrnehmen. Man nimmt den auch so kurz wahr, aber man schmeckt ihn nicht wirklich. Und der verfliegt dann auch. Also man hat das nicht so auf den Lippen. Und im ersten Moment, als ich gelesen habe, oh, Sandelholz und Annika auf einem Lippenprodukt, das weiß ich nicht, ob ich das mag, aber das ist alles sehr angenehm. Also die mag ich alle sehr gerne. Und ich finde auch die Farben sehr schön. Ich finde beim Auftrag, also man bekommt nicht gleich ganz so viel Produkt auf die Lippen. Also wenn man so richtig glossig haben möchte, muss man so zwei, dreimal reingehen. Stört mich jetzt aber nicht ganz so sehr. Das ist dann die Farbe Rouge Amarelle. Ich finde, auf den Lippen sind sie sehr schön und ich liebe die Konsistenz. Ich muss sagen, trägt sich wunderbar. Man sieht es jetzt, ich hatte vorhin eine Farbe drauf, der trägt sich dann auch ab, aber hinterlässt ein sehr schönes Gefühl auf den Lippen. Also der wirkt auch ziemlich pflegend. Dann habe ich die Farbe 06. Da wurde der Duft von den Krähenbären inspiriert, die wohl auch so purpurfarben sind. Der sieht so aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Krähenbeeren riechen, aber auf jeden Fall riecht er ein bisschen süß-fruchtig. Das ist ein sehr schöner Duft, der gefällt mir auch sehr gut. Auch eine sehr schöne Glossfarbe, die geben so ein bisschen so einen Hauch von. Schon erkennbar, also man erkennt schon auch die unterschiedlichen Farben, aber immer noch in einem Maße, dass ich sage, es ist halt ein Lippenöl. Und für mich ist so die Konsistenz so zwischen Lippenöl und Lipgloss, also es ist nicht ganz so ölig, aber auch nicht ganz so glossig, so das Zwischendrin. Und die letzte Farbe, die ich habe, ist die 05 Rose Cola. Und da ist dann auch Cola-Nuss enthalten. Und das riecht tatsächlich so ein bisschen nach Cola. Das ist auch sehr schön. Und das ist halt auch so ein nudiger Ton. Den hatte ich auch vorhin drauf. Ich kann ihn jetzt hier nochmal. Der sieht so aus. Also ich mag die sehr gerne. Das ist hier eine Glasflasche. Ich habe jetzt einige gehört, denen hat die Verpackung nicht so gut gefallen. Ich finde die Verpackung ganz nett gemacht. Hier oben, das ist eine Plastikkappe, aber wie gesagt, das hier ist Glas. Man hat hier vorne nochmal das MS-Zeichen drin. 12 Monate Haltbarkeit. Benutze sie sehr gerne. Sind sie 52 Euro wert? Mein Gott, da brauchen wir bei Hermes-Make-up gar nicht drüber reden, über die Preise. Ich habe aber jetzt auch gesehen, dass die schon bei Ludwig Beck sind. Die kommen bestimmt auch zu Bräuninger. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es die auch dann mal mit Rabatt zu shoppen gibt. Da würde ich mir auch nochmal die anderen zwei Farben, glaube ich, holen. Die gefallen mir so gut. Die sind, seitdem ich sie habe, hier auf meinem Tisch und ich benutze die fast täglich, wenn ich nicht gerade irgendwas am Testen bin. Und das sind auch welche, da gehe ich zwischendrin immer mal hin und ja, wenn meine Lippen sich sehr trocken anfühlen und trage die einfach auf. Ich mag diesen kurzen Dufthauch, den ich bekomme und ich mag das Gefühl auf den Lippen. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Kauf gewesen, der dem Geldbeutel zwar etwas geschmerzt hat, aber den ich nicht bereue. Das Produkt an sich gefällt mir sehr gut. So, und dann last but not least. Lisa Eldridge hat neue Lippenstiftfarben in verschiedenen Formulierungen rausgebracht. Ich habe mir da drei Stück mitgenommen und zwar einmal aus der Insanely Saturated Lip Color oder Kategorie einen Lippenstift. Das ist ein Lippenstift mit voller Deckkraft und einem Demi-Matten Finish. Die kosten 32 Euro. Ich habe die noch gar nicht aufgemacht. Die sind heute angekommen. Ich habe die am Freitagabend, glaube ich, bestellt, ohne Express oder irgendwas. Und heute ist, muss ich überlegen, Mittwoch. Also sind die angekommen. Das geht immer richtig zackig. Wenn man mit Express bestellt, hat man die meistens schon am nächsten Tag. Also da muss man sagen, das geht immer ziemlich fix. Die Außenverpackung ist ganz klassisch mit dem Logo hier vorne drauf.
Und das ist jetzt die Farbe Sunday Matinee. Ich habe jetzt von irgendjemand gehört, dass er das Problem hatte, dass die Lippenstifte abgebrochen sind oder bei einer bestimmten Formulierung. Ich hatte das jetzt noch nicht. Ich muss da mal drauf aufpassen. Also bei mir war immer alles wunderbar. Und so sieht der aus. Wie gesagt, das ist ihr Demi-Mattes Finish. Und das ist aber einer, der auf jeden Fall gleich ordentlich Pigment hat. Und das ist so ein mittleres, warmes Pink. Ich trage den mal auf. Ja, und da sieht man schon ein Swipe. Und das jetzt die Farbe Sunday Matinee. Das ist ein schöner Ton. Ich mag die Lippenstiftformulierungen alle ganz gern. Auch dieses Demi Matt. Die sind schön cremig, ziemlich angenehm auf den Lippen und jetzt auch nicht so austrocknend. Auch ihre Matten sind ja nicht so austrocknend. Da muss ich sagen, bei den ganz Matten, da gibt es ja von Givenchy, glaube ich, so eine Formulierung, die in eine ähnliche Richtung geht. Die gefällt mir mittlerweile sogar fast einen Tacken besser. Aber nach wie vor, Lisa Eldridge Lippenstifte mag ich immer noch super gerne, deswegen kaufe ich mir da auch immer mal wieder welche. Und ich dachte, das wäre so ein bisschen eine schöne Sommerfarbe. Passt jetzt nicht so zu dem Look, aber mal ein bisschen was in eine andere Richtung. Und dann habe ich mir noch zwei von den neuen Farben aus der Luxuriously Lucent Reihe mitgenommen. Das ist ihr Satin Finish und das sind so, ja, leichte, aufbaubare Lippenstifte. Da habe ich einmal die Farbe Meet Me in Berlin mitgenommen. Sie schreibt immer ganz schöne Geschichten dazu, wie sie auf die Namen kommt. Und das hat sie wohl. Sie hatte mal einen Dreh in damals noch Ost-Berlin, also in der DDR. Und das hat sie eben, die Farbe hat sie an diese Zeit, das Avantgarde erinnert. Und ja, deswegen hat sie den so genannt. Ich trage den hier mal auf und ich baue den hier mal auch auf. Das ist so ein satter Braunton. Das ist jetzt die Farbe Meet Me in Berlin. Leicht aufgetragen. Das ist meine, ja, liebste Lippenstiftformulierung, dieses Satin Finish. Und die Farbe gefällt mir sehr gut. Das ist ein Braunton, aber ich finde jetzt einer gerade leicht aufgetragen für mich sehr angenehm zu tragender, der nicht ganz so kräftig ist. Man kann ihn natürlich, wie man sieht, auch noch mal ein bisschen aufbauen. Mir gefällt er fast so leicht besser. Das ist mehr so mein Stil auch. Eine sehr schöne Farbe und auch eine Farbe, die ich jetzt nicht ganz so häufig in meiner Kollektion habe, weil ich doch meistens in so mauvige Richtungen gehe. Den fand ich aber bei ihrem Video, also ich verlinke auch ihr YouTube-Video gerne, so schön, dass ich gedacht habe, der könnte mir gefallen und der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also Meet Me in Berlin. Und dann habe ich noch die Farbe Chenecois. Der sieht so aus. Das ist ein warmer Korallenton. Und auch den habe ich jetzt in dieser Farbe genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, also in so einer matten oder in so einer ganz deckenden Form würde ich so einen Ton wahrscheinlich eher nicht tragen. Aber in dieser leichten Formulierung kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, man sieht schon, der geht in eine ganz andere Richtung und der sieht dann so aus. Und das ist auch einer, der geht für mich noch. Bei mir sind so ganz warme Töne immer so ein bisschen schwierig. Das sieht nicht immer so gut aus, aber wenn das so leichte Lippenstifte sind, dann finde ich, kann ich die auch tragen. Und manchmal habe ich einfach, weil ich halt auch viel so orangene Lidschatten benutze, dann möchte ich vielleicht auch mal was bisschen mehr Koralliges auf den Lippen haben. Da tue ich mich aber schwer. Also mit so ganz deckenden sieht das oftmals, also für mich komisch aus, auch ungewohnt. Und das jetzt aber eine Farbe, wo ich sage, auch mit der komme ich, glaube ich, klar. Ich baue den mal ein bisschen auf und so sieht der dann aufgebaut aus. Doch, gefällt mir gut. Da bin ich ziemlich zufrieden mit der Auswahl, die ich hier getroffen habe. Also bei dem sehr deckenden mit dem Demi-Matten-Finish, da bin ich ja doch so ein bisschen, das ist ja so ein warmes Pink gewesen. Dann der Braunton Meet Me in Berlin, das Satin Finish und das Chenecois, der warme Korallenton. Drei Farben, die
die mir sehr gut gefallen. Das erfreut mich. Das ist bei Lippenstiften, finde ich, immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die online bestellt. Da mag ich Lisa Eldridge sehr gerne, weil sie oftmals halt Videos dazu macht und die auch swatcht und auf ihren Lippen zeigt. Dann kann man sich zumindest mal so ein bisschen ein Bild machen. Ich finde nämlich auch auf ihrer Homepage beispielsweise sehen die Töne auch nochmal anders aus, als wenn sie es im YouTube-Video swatcht. Deswegen verlasse ich mich auch nicht so gerne auf die Bilder auf den Homepages, sondern bin immer ganz froh, wenn ich das dann auch mal irgendwie ja geswatcht auf Lippen sehen kann, ohne dass das Foto bearbeitet wurde oder so. Also in dem Fall hat das geholfen und ich konnte für mich eine sehr gute Auswahl treffen. Dann haben wir es jetzt für dieses Video. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen mit diesen ja manchen Mini-Reviews und auch mal neuen Produkten. Das war jetzt so ein Mischmasch, aber immer, wenn ich so wenig Zeit habe, die letzten Tage waren wieder sehr turbulent bei mir, dann schmeiße ich einfach mehr in ein Video, dass ich ein bisschen vorankomme und Platz für die neuen Sachen schaffe. Dann war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.